Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Zenless Zone Zero. Ja, wir sind hier immer noch in der Story im Prolog. Wir sind eigentlich gerade nicht in der Story. Wir sind gerade irgendwie, weiß ich nicht, in so einem Mittelding, ne? Aber ich bin hier und ich bin immer noch hier am Release-Tag des Spiels. Das ist schon der vierte Part, den ich heute aufnehme. Aber zwischen den letzten Part waren doch schon so ein paar Stunden jetzt, ne? Also ja, dann habe ich so nachmittags aufgenommen, jetzt schon abends. Und ja, ich will aber noch den Punkt erreichen, wo ich hier meine Energie hier verballern kann, ne? Das Ding da oben, wo die 240 sind, ne? Weil sonst ist das ja alles Verschwendung, ne? Deswegen spielen wir noch ein bisschen weiter, ne? Damit ich halt noch was hier rausholen kann. Außerdem natürlich mal einen Haufen davon aufnehmen, ne? Weil warum nicht, ne? So, was ist hier? Oh. Okay, danke. Das ist aber nett. So, hier ist auch noch was. Guck mal hier. Ich wusste nicht, dass es hier Schatzdrogen gibt. Okay. Gleich kommt jemand, um ihn abzuholen. Okay. So, wir müssen hier nochmal weitermachen. Ich glaube, wir werden uns noch einige Sachen erstmal vorgestellt. Letztens haben wir so einen Videokassettenladen irgendwie wieder geöffnet. Ich weiß immer noch nicht genau, was der Sinn davon ist. Ich glaube, wir kriegen jetzt dauerhaft irgendwie Materialien, ne, ohne was dafür zu machen. Warte mal, hier ist die Videothek. Warte mal, kam ich da nicht gerade raus? Aber das ist unsere Basis. War die ganze Zeit eine Videothek? Hab ich wohl nicht aufgepasst. So, keine Ahnung, Billy will mit uns hier, ich glaube, Videospiel spielen oder so, ne? Oder irgendwie sowas, wie ich das verstanden habe, ne? Schauen wir mal. Special Event. Automatisch. Du hast mir doch erst vor 2 Minuten. Ja, okay, für mich sind das irgendwie 2 Stunden, aber okay. Ich habe unten rechts mal hier meine Honkai Star Rail Covers gemacht, ne? Einfach nur, weil ich noch nicht so parat habe und ich will jetzt nicht allen Parts hier irgendwie hinterher schneiden hier. Also machen wir es so. Klar, mit dir in ein Team zu sein, klingt nach Spaß. Warum nicht? Ich habe, glaube ich, auch einige meiner Waffen jetzt hier hochgelevelt und upgraded, soweit wie es geht. Aber ich kann auch nichts über Level 10 bringen, deswegen. Aber ich habe einige Sachen refined, ne? Ineinander gepackt. Und eigentlich nicht mehr. Lass mich jetzt bitte nicht im Stich. Besser nicht im Stich. Komm, hat Billy das gesagt? Stimmt er bereits in die Spielhalle? Okay, Spielhalle Gottfinger freigeschaltet. Okay, ja, da bist du. Du warst das. Aktionsmodus. Ja, nehmen wir das, ne? Arcade. Oh, was? Schlangenduell. 4 Leute. Ich muss so machen. Genieße ein Teamduell, das 120 Sekunden anhält. Kämpfe gemeinsam mit deinen Truppen gegen 2 Gegner. Wenn eine Schlange besiegt wurde, wird sie nach 5 Sekunden wiederbelebt. Wenn du die Beschleunigungstaste gedrückt hast, wird deine Schlange kürzer. Am Ende des Spiels gewinnt das Team mit der größten Gesamtlänge der Schlange. Okay. Ja, kein Teammitglied. Oh, okay, ich sollte mal drücken. Also, welcher bin ich denn? Ja. Verdammt. Okay.
Okay, ich weiß nicht, ob das Spieler sind oder nicht. Meins. Oh Gott, guck mal, wie lang der eine ist. Ich bin viel länger. Du Sack. Kann jemand den einen aufhalten? Wer ist das überhaupt? Näher als mein Partner. Okay, cool. Mach weiter so. Ich nehme das hier. Das war quasi computergesteuerte Gegner. Da. Du bist so lang, Kollege, Mann. Oh nein. Das ist meiner. Oh, da war ich, glaube ich. Oh, sehr gut. Jetzt bin ich am Abräumen. Das ist einfach nur Snake. Jetzt habe ich den längsten. Ja. Ja, keine Chance. Guck mal, wie lang ich bin. Ich habe den allerlängsten hier. Das ist gezeichnet. Okay. Seltsamer Abonnent, ja, ich glaube nicht, dass das. Ich glaube nicht, dass das andere Spieler waren, aber irgendwie zu einfach. Okay. Mal einsammeln. Snack, verschlinge 30 Bohnen, okay. Werde von einem Gegner abgefangen und ausgeschaltet. Tolle einsammeln, mein Gott. Event Mode. Ja. Ja, logischerweise macht der Mehrspielermodus mehr Spaß als der Einzelspielermodus. Für einen Ritter besteht die wahre Kunst sein, die Gegner durch Teamarbeit zu besiegen. Wie war's, Schwert? Ich glaube, ich habe mich nicht allzu schlecht geschlagen. Du warst richtig gut. Ha, du weißt wirklich, was Sache ist, Chef. Früher war ich der amtierende Highscore-Champion in den Arcade-Automaten. Inzwischen bin ich aber ein bisschen eingerostet. Wir sollen mal Gelegenheit mal wieder ein paar Runden spielen. Willi ging scheinbar widerwillig. Schon spät, Zeit zurückzugehen und eine Pause einzulegen. Ja, gut gemacht, weiß. Ruhe dich erst einmal aus. Ich glaube, ich habe aber einmal hier so ein Ding hier bekommen. Wie mache ich das hier? Das hier, genau. Das ist das Energiemodul auch. Das ist zum Waffen hochleveln, ne? Weil hier sind gerade so viele neue Sachen aufgetaucht, ne? Level 9, oh, kann ich ja bald Dings hier machen. Ne, kann ich aber halt hier voll hoch leveln wieder. So. Wie viele Dinge habe ich? Nicht genug, ne? Ne. Da wird noch ein bisschen dauern. So. Sofa, rede mit mir. Setz dann, bist du nur ein Sofa? Wie kannst du ein Land aussehen? Folge deinen Lerzen und leg dich hin. Du hast ja, es ist bequem. Dein Kopf fühlt sich jetzt besonders klar an. Shepard. Hallo, unabhängige Vermittlung. Shepard steht Ihnen gern zur Verfügung. Wir bieten einen Dienst, unsere Dienste zurzeit eingeliehener Mitglieder an, mit einer Person von Kundendienst zu sprechen. Antworte bitte mit 1 oder Telefonist. Hume. 1. Aha. Hast du das echt geglaubt? Komme ich vielleicht an ein paar private Daten oder eine Kreditkartennummer, wenn ich diesen Tonfall weitermache? Du sollst an der Betrugsprävention arbeiten, Phaeton, mein alter Freund. Oh, woher wusstest du, dass ich es bin? So, okay, ich bin ein Informationsvermittler. Wie kann ich im Geschäft bleiben, wenn ich nicht einmal weiß, was mit dem Konto meines ältesten Kunden, dem berühmten Phaeton, los ist? Aber ich bin froh, dass du mir von diesem alternativen Konto erzählt hast. Dass du weißt, dass ich immer noch dein Lieblingsinformationsvermittler bin, nicht wahr? Es gibt's nicht. Wer bist du?
Du bist so herzlich. Ich hatte immer eine Schwäche für euch. Gut, kommen wir zur Sache. Ich habe einen Auftrag. Ich glaube, das ist unabdingbar für den Wiederaufbau deiner Karriere als Proxy. Es geht schnell, wenn wir uns persönlich treffen. Ich warte am üblichsten Ort auf dich. Wo ist das? Okay, was machst du? Was hast du da gemacht? Okay. Wer ist das hier? Wer bist du? Hey, alter Freund. Du sprichst selten über deine privaten Angelegenheiten, aber ich vermute, dass das Verschwinden von Phantom mit einigen unerwarteten Veränderungen zu tun hat. Das tut mir leid für dich. Aber gebt noch nicht auf. Ich habe heute eine Legende von Grund auf aufgebaut und euch und als euer alter Freund werde ich auch helfen, so gut ich kann. Danke, Shepard. Schon gut, schließlich ist es meine Berufung als Vermittler, den Interknot dabei zu helfen, in angenehmen Benutzer zu entdecken und zu fördern. Das Daniro-Konto benötigt angesichts seiner Kontostufe dringend eine Ansehenssteigerung. Deshalb habe ich einen etwas herausfordernden Auftrag für dich. Wenn du was schaffst, kannst du anderen zeigen, was du drauf hast. Dieser Auftrag wurde von Vision vergeben, die kürzlich den Zuschlag für das Metro-Renovierungsprojekt erhalten haben. Ich denke, du wirst mit deinem Angebot zufrieden sein. Das war dein Kinderspiel. Das, was wir Rose nennen, würden mit jeder anderen Bezeichnung genauso süß duften, oder? Phaeton ist immer noch so charmant wie eh und je, egal welchen Namen du trägst. Okay, wer bist du? Im Tod erinnern. Ermittlung. Ist ja wieder eine Hauptmission. Schieß den Auftrag über das HDD-System ab. So. Kann ich machen. Okay, Story. Nicht autorisierte Prozessänderung erkannt. Gegenmaßnahmen wurde eingeleitet. Löschen und zwingen, löschen, löschen. Aktivierung des Systems abgeschlossen. Veraltete und ineffiziente Unterstützung. Plugins wurden außerdem in Betrieb genommen. Gern geschehen. Neue Aufträge von der. Mein Gott. Lass mich da einfach rein. Okay, den Tod im Rennen. Oh Mann. So, Feuer. Habe ich Feuer? Ich weiß es nicht. So, tun wir mal andere Charaktere matzen. Ja, halt Billy rein. Gehen wir mal mit. Ich habe alle Charaktere mal auf Level 8 gebracht. Ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwas ausgerüstet habe. Ich glaube aber ja. Gehen wir mal mit ihr. So, gehen wir mit den Leuten hier rein. Ich habe keinen Feuercharakter. Wird schon klappen. War in der Höhle eingesperrte Bauarbeiter. Da ich. Okay. Okay. Los geht's. Okay. Ich darf ja gerade Zeugs fixen, ne? Okay, war schon wieder so ein Horror-Trip da oben. Ja, aber nichts irgendwie mit dem Zeitlimit oder so zu tun, ne? Kann ja trotzdem die ganze Zeit rumrennen, ne? Okay. Was sagt ihr? Ich brauche 5000? Ist das, was ich da gerade... Alles klar. Nicht genug Geld, alles klar. Ah ne, jetzt gehe ich wieder da oben hin. Okay. Sieht ein bisschen aus wie, wie heißt das eine Ding? Totoro? Der Hase mit dem schwarzen Fell und den weiten offenen Augen. So, wir werden nach ihnen ausschalten. Ups.
Okay. Ja, guck mal da. Ich muss mal hier hingehen. Wenn ich 5000 Dinger habe, aber man kann sogar nach oben gehen. Wieder, ich dachte, man ist dann irgendwie nach unten, bleibt dann da unten. So. Da kommen wir ein Stück. So, meinen einen Kollegen jetzt zum ersten Mal ausprobieren, ne? Mit dem Bohrer. Barely. Außerdem hat er einen Bären gekillt. Barely. So, aua. Da war so drauf. Sieht mir aus wie so ein Samurai, ey. Der tut die einfach. Er hat den gerade auf mich geschossen. Ah. Wow. Hm. Oh Gott, ich wollte eigentlich mal seine Animation sehen, ja. Wo bist du denn? Na, no, ich hab. Ja, ich geklappt. Er war eigentlich nur Zufall. Ich meine, ich hatte natürlich so genauso geplant, ey. Komm mal her. Ich kann sein Ding irgendwie die ganze Zeit einsetzen. Schade, ne? Aua, Mann! Oh mein Gott, ey. Oh, sehr gut. Ich hoffe, ich kriege auch irgendwie AP wieder zurück hier auf diesem Brettchen. Ja, muss ich echt meine Charaktere schon alle auf Level 10 bringen? Ah, oh, perfekt. Aufgeregt. Muss beruhigt werden, Vorschlag einer Ohrfeige. Geil. Eine Faust aus Stahl. Ich meine, wenn mir, wenn man jetzt hier empfohlen wird, ne? Gut gemacht. So, hab ich 5000. Nö, was ist das hier? Hoffentlich nicht hier. So, dann gehen wir wieder hier hin, ne? Nehme ich an. Ich soll drücken? Nee, hier müssen wir hin. Hier war aber nicht, ne? Coins, Kleingeld. Holo-Raider.
Habe ich, wie lang die Story ist. Wir haben jetzt noch keinen Charakter hier getroffen, außer den dreien, ne? Oder wir haben noch keinen anderen von den Charakteren getroffen, die bei ihr. Eine riesige Menge an Dennis zahlen, versuche einen Preis auszuhandeln. War euch 5000, ja, hallo. Nach mehreren Versuchen gelingt es Fair, den heimtückischen Höhlendreiber dazu überreden, euch die Standortdaten seines Schatzes zu geben. Du akzeptierst die Daten und wiederholst gegenüber Fair, dass ihre Verhandlungstricks niemals für böse Absichten missbraucht werden sollten. Oder 5000 Dinge, hallo. Ah, ich stehe jetzt, wenn sie sagt, Uni-chan. Da drehen bestimmt einige Leute voll durch im positiven Sinne, ne? Ich frage mich, wie da denn Englisch ist, ne? Weil die sagt neben dem die ganze Zeit großer Bruder. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Ich fühle mich, als würde ich mich auf das Lizenzbrett mich bewegen von Final Fantasy 12. So, wo bin ich? Hier bin ich. Ich gehe den ganzen Weg einfach nur ab, damit ich weiß, da war ich schon. Was ist hier los? Jetzt habe ich 6000. Bin das überhaupt, das hier alles einzusammeln? Ich meine, das sind nicht so wichtige Sachen, die ich hier einsammeln, ne? Eine Ohrfeige. Bring zum Evakuierungspunkt, alles klar. Also die ganzen, wie die ganzen Occurrences im simulierten Universum von Honkai Star Rail. Lese ich mir auch nicht alles durch. Ich weiß, wie viel Text das ist. Hallo. So, da ist Unknown. Also da ist irgendwas Schönes. So. Wird schon irgendwie Sinn machen, das hier alles zu sammeln, ne? So, ich habe erstmal hier. Weil es zum Evakuierungspunkt soll ich gehen. Hier. Habe ich doch. Ja, wieder runter, bitte. So, jetzt soll ich mir was auch immer das hier ist, ne? Ja. Was ist das? Das sind einfach nur Danny, die ich da am Ende bekomme, oder was? Boah. Also ich muss X drücken, um das nochmal auszulösen. So. Wo ist denn die letzte Person? Da nehme ich an. Ich gehe mal hier hin. So, weil da ist irgendwas, ne? Ja. Ich glaube, wenn ich öfter in diese... Aua. Wollte ich gar nicht rein. Ne, die haben mir Schaden gemacht, habe ich gesehen. Nein. Dann noch schlimmer. Ich dachte, die erhöhen irgendwie die Schwierigkeit gerade. Oder so. Weil letztens war da irgendwie sowas, ne? Ich glaube, je höher die Zahl ist, desto stärker sind die Gegner. Das ist auch so eine Sache aus dem simulierten Universum. Da, wer ist hier alles? Was da jetzt? Ah, ich tue seinen Angriff damit irgendwie verstärken. Alles klar. Oh Gott. Ah, hab ich davon auch Schaden genommen. Ah, das Ding schießt auf mich. Ich will mich ja noch nicht aus dem Fenster lehnen, ne? Aber im Moment sieht das noch aus, als würde das nicht viel Strategie hier. Als ob ja irgendwie viel Strategie involviert ist in diesem Spiel. Aber ich weiß auch noch nicht, wie das Endgame aussieht. Das Gefühl hatte ich aber bei Honkai Impact auch. Oh Mann, da kommt doch, natürlich kommt da noch was Dickes. Ich meine, die Gegner machen zwar alle Schaden, ne? Aber... Ich fühle mich jetzt hier nicht wie in Genshin oder so, wo ich irgendwie
gegen einen bestimmten Gegner zu kämpfen, brauche ich da bestimmte Elemente oder irgendwie sowas. Oder eine bestimmte Team-Zusammenstellung wie in Honkai Star Rail. Sieht irgendwie so aus, als könnte ich hier mit jedem Team reingehen, wie ich will und einfach nur draufballern, solange ich einfach nicht getroffen werde. Nee. Ja. Boom. Ah, der schießt echt auf die Dach. Ja, diesmal habe ich aufgepasst, ja. Also für das einzige Spiel hat voll unübersichtlich aussieht, wenn man einfach nur so zuschaut, ne? Ja, und noch mal. Aber das Spiel ist irgendwie voll unübersichtlich hier zuzuschauen, ne? Oh geil. Das ist das letzte Dingen, perfekt. Müssen wir sammeln. Ich glaube, die muss ich auch sammeln, wenn ich Level 10 erreichen will, ne? Irgendwie so habe ich da gesehen. Okay, das klar. Ja, wir bringen uns hier raus. Mama. Wir sind immer, noch halb tot. Wir haben uns gerade geheilt. Okay, einfach so. Ja, kann ich irgendwie rauszoomen oder so? Kann ich so echt. Immer das Boom, Boom. Jetzt kommt irgendein Boss, der mich fertig macht. Pass auf. Auftrag abgeschlossen. Ja. Gott. Sehr gut. Ich krieg locker Level 10 hier. Den Parkplatz hinter Random Play. Oh, ich liebe es, wenn sie das sagt. Stimmt, ich habe auf automatisch. Nicht so putzig. Ich mag ihr Design voll. Mein Charakter sieht voll langweilig aus im Vergleich zu ihr irgendwie. Hier so eine coole Jacke an und so. Blaue Haare. Sieht aus wie so eine 2.0 Version von den Hauptcharakter aus Honkai Star Rail. So, jetzt hat sie mich mal Brüderchen genannt. Jetzt sind wir offiziell. Ich dachte, sie hat mich nur so die ganze Zeit genannt, so aus Höflichkeit oder so, ne? Oh, tratschen wir über den Neuling. Wer Fairy? Wenn ich ein Mädchen aber gewählt hätte, dann hätte wahrscheinlich der Typ die ganze Zeit gesagt, Kimoto, ne? Kimoto-chan, ne? Nichts auf der Welt ist kostenlos. Fairy
あと彼女がお兄ちゃんのところに無理やり押しかけた時、その時まで規約に何とかって言ってたけど、具体的な話は何もしなかったよね。これも引っかかってるんだ。 Wenn wir ihre Stärke gut nutzen könnten, dann könnten wir die ganze Welt reagieren. Habe ich gerade reagieren gesagt? Regieren. Trinken wir einen Schluck. Lass uns erstmal alle Funktionen des Spiels freischalten. Versuchen wir vorerst mit jetzt klar zu kommen. Wir haben noch keinen anderen der spielbaren Charaktere getroffen. Wir haben nur Billy, Nicole und An, wie auch wo hieß sie noch mal? Anbi getroffen. Ne? Da sind noch irgendwie 10, 12 andere Charaktere, von denen haben wir noch keinen getroffen. Deswegen frage ich mich, wie lange das Spiel jetzt schon ist.特に進展ないみたい。ニコは匿名の下請け業者から金庫の依頼を受けたから、関係者とは一切会ってないんだって。この前、関ヶ組を糸口に手がかりを探してみるって言ったきり、何の連絡も来てないの。なんだか当てにならない気もするし、面倒ごとに巻き込まれてさえなきゃ十分だよ。大事は生じより怒るなんて言うけど、あの人たちはそこから大事を教授にしちゃうもんね。 Alter, bin ich dein Alter, Kleine. Machen wir doch die ganze Zeit. Ich finde das ja gerade voll chillig. Das hat nicht eine ganze Stunde gedauert, wie die letzte. In dein Zimmer zurück und sie fern. Alles klar. So, weiß ich ja. So, Beratung. Denke ich, bin ich dafür alt genug. Ich bin auch ein echter Film von vor allem ein Film ist mir ins Herz gewachsen. Okay, das ist neu. Alte Filme sind mir ans Herz gewachsen. Nostalgische Stimmung. Okay, ich soll dir einen Film empfehlen. Ein nostalgischer alter Film. Hier alten Zivilisation. Hier für Gunnar von eine Einzige hatte nach dem Meteorienschauer die Porträte. Vor allem alte Filme. Ich würde sagen. Hier im Stil der alten Zivilisation. Keine Ahnung, das hier. Und das Video habe ich noch gar nicht gesehen, da bin ich schon so oft im Laden rum, ja, und dachte, ich hätte schon alle Filme gesehen. Was für eine Überraschung. Wenn sich der Chef weiß, darum kümmert, dann weiß er eben, was im Beistand ist. Es gibt viele Kunden, die denken, sie hätten schon alles gesehen von diesen riesigen Auswahl an Videos, aber so überwältigt sind und das, was sie am meisten sehen wollen, übersehen. Und sicher offensichtlich reicht es nicht, wenn das Random Play nur ein Promotion hat. Jetzt hast du so viel geredet. Ich meine, die Promoterin Hedy habe bereits ausgelernt. Du musst dir keine Sorgen machen, weil ich habe von Nummer 18 alle Kommunikationspolitiken. Okay, das ist mir so viel Text hier. Aber was das halt an Gehalt angeht, na gut, aber die Suche nach alten Filmen ist nur ein Vorwand, oder stehst du auf mich? Okay, Hedy ist bereit für die Videothek zu werben. Warte mal, hier kann man irgendwie was machen, ne? Ah, guck mal hier. Ruhig, angenehm. Ich kann nicht. Kann aber nicht zu erwechseln. Ja,
wahrscheinlich, weil ich hier gerade irgendwie so einen Auftrag habe, ne? Cool. Ich finde cool, dass die ganzen Charaktere auch so wichtig aussehen, ne? So, ey, was geht? Heißt, willst du Fernsehen? Warum willst du plötzlich Fernsehen? In letzter Zeit ist wirklich eine Menge passiert und die Wahlen stehen vor der Tür. Ich denke, es ist eine Zeit, dass wir uns auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Vielleicht erfahren wir ja etwas Neues. Die Immersive Handlungsmodus ermöglicht es dir, Handlung immersive zu erleben, einschließlich der Haupthandlung und andere wichtige Handlungsinhalte. Okay. Nach dem Wechsel in diesem Modus wird die Aktion der Hauptfigur eingeschränkt. Die bestimmte Aufgabe kann ebenfalls vorübergehend eingeschränkt werden. Okay. Ich kann sie steuern. Ich meine, das haben wir ja gerade schon letztens gesehen, ne? Zeit können keine Art von Aufträge ausgeführt werden. Willst du fortfahren? Ja. Gut, Fernbedienung. Ah, sie hat schon angefangen. Ist nicht der fluchende Reporter vom letzten Mal? Da treffen wir bestimmt einige neue Charaktere von den spielbaren Charakteren. Weil einige Charaktere sehen aus wie so Bauarbeiter. Einige spielbare Charaktere. Die ganzen Bellabock-Leute, ja, glaube ich. ここで爆破解体を行うべく我が社は採算を度外視し高純度の工業用エーテル爆薬を大量に発注した。なるほど。ですが現在、カンバス通りの都市部の間は通行不能となっています。どのように爆薬を輸送するおつもりでしょうか。 Ist cool, wie alle Charaktere vollkommen anders aussehen. Du hast nicht hier diese, du hast ja nicht irgendwie 3-4 verschiedene Modelle und jeder Charakter im Spiel teilen sich die ganzen Modelle. Du hast ja wirklich, du hast einen Wolf-Typen, du hast einen Bären. Hier sind so viele einzigartige Charaktere. Vergleich zu Genshin, wo du es irgendwie, ja, große Frau, kleine Frau, ganz kleines Mädchen, großer Typ, mittelgroßer Typ, kurzerer Typ. Und alle Charaktere tun sich hier die ganzen Dinge hier teilen. Vor allem Honkai Star Rail. Warum gibt es keine Außerirdische in Honkai Star Rail? Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist eine Weltraum-Fantasy-Serie. Irgendwie gibt es noch keinen wirklich Außerirdische. Was ist denn das? Warum werden die Beine von dieser einen Frau die ganze Zeit gezeigt? <lacht> 爆破エリアから住民を避難させただけでなく、さらに保険として信号の遮断まで行うとは、御社の信望遠慮ぶりには感心するばかりです。そうだろうと。我々ビジョンが目指すのは新エリートすべての住民の幸福なのだからな。数ヶ月前、ビジョンが共同運営により、この度の旧地下鉄関連工事の請負を勝ち取りました。 Natürlich habe ich mir den Namen von denen gemacht. Bellabock. Also es gibt einfach Tierleute in dieser Welt. Also wir gehen nicht darauf ein irgendwie. 今回業界の新生である白銀重工に見事入札で勝利されました。何かコメントはありますか？ 白銀重工は我々も非常に尊敬している相手であり、見習うべき同業者でもある。
彼らもきっと次回は良い結果を出せるだろう。では次にプロジェクトにおけるコスト削減の秘訣をお聞かせください。今回のインタビューにそんな質問はないはずだが。どういうことでしょう。いや、私がもらったカンペにそんな質問は。カールマンさん、これは生中継です。カールマンが申し上げたいのは、ビジョンがこのプロジェクトにおいて今コスト削減を行っていないということです。今回の爆破解体にはカールマン直々に現場に向かい、市民の皆様の代わりに最後の瞬間まで立ち会う予定でございます。じゃあ、そうとも、これから技術スタッフとともに列車で爆破エリアの監視拠点に向かうつもりだ。工事が行われる場所はホローの近くで、しかも大勢の人員を移動させる必要がある。やっぱりトップス財政ユニオン入りを目指す企業はやることが違うね。警報、街道カメラにて何者かが本店へ急速に接近しているのを確認。推測、トイレを借りたい。レンタルしたビデオの期限が迫っている。で、本店に対し悪さを企んでいる。お客さんが来ただけだろ、僕が出よう。何よ、変な言い方しちゃって。はい、え、das ist der Charakter, den ich haben will. Ah, wie das Spiel mich ja teased. Ja, genau sie will ich haben. Aber sie ist in der Standard-Gacha. Also muss ich entweder unglaublich viel Glück haben oder 300 Gachas spielen, was dauern wird. In Honkai Star hat mich das so ein Jahr gedauert, irgendwie.ここは六分街で一番のビデオ屋だよ。Möchtest du Mitglied werden? Möchtest du dich mir anschließen? Komm. ぜひご検討ください。ビデオを3本レンタルするだけで元が取れますよ。確かにお得だけど、今住んでるとこにそういう機材は。あえて違う。そんなことしてる場合じゃないぞ。わかってる。あんたたちはパエトーン、プロ騎士のあんたたちに依頼がしたいんだ。プロ騎士って何？プロ仕様の騎士名？あ、食べ物だったら雑貨店ワンフォーワンがおすすめだよ。あ、待って、警戒しなくていい。あたしは猫股、ニコに言われてあんたたちを探しに来た。悪いやつじゃないぞ。ニコってどのニコのこと？その人がここの会員なの？ジャトヤのニコだって。何でも屋のジャトヤの社長。あ、ほら、あの子のボンプだ。これで信じてくれたか。偽物ってわけじゃなさそう。確かにニコが使ってるあのボンプだね。本当にニコのお友達？彼女たちは今どこにいるの？さっきのニュースで言ってたとこ、ビジョンの爆破エリアにいる。まあ、おっさんは全員を避難させたって言ったけど、本当はそうじゃないんだ。Überraschenderweise bin ich nicht überrascht. なぜだろう。あまり驚きではない。よりにもよってこんな時にビジョンの工事現場で一体何をしてたの？探し物だ。依頼したのは私。それに関賀組がケチをつけてきて、もみくちゃになって、とにかく人がぎゅうぎゅうで魚の缶詰みたいだった。待って、ゆっくり話してよ。ニコたちと魚の缶詰に何か関係があるの？うまく説明できないぞ。そうだ、ニコのポンプ、あの中にここ数日の視覚データが保存されてるはずだ。それを見ればきっとわかる。それは難しいと思うな。所有者のニコにしか視覚データのエクスポートはできないから、どうしても取り出すならマスラブスコップに問い合わせないといけないしね。ピー、フライカンフェリーエルフン。フェアリーなら何か方法を知っているのかも。
何か言ったか？ファーリー？あ、いやいや、何のことかな。そのフェアリー、ちょっと手伝ってくれない？音符の中のデータって取り出せる？確認。指示の内容ですが、音符内部の視覚記録を出力することで間違いありませんか？いや、今誰か喋ったような。他にも誰かいるの？新しくインストールした PC アシスタントの声かな。どう、フェアリー、データは取り出せそう？音符内部で直近数日間の視覚データを検索中。自分がバカだった、もっと早くフェアリーを頼るべきだったとおっしゃってください。私がバカだったで、ちょっと調子に乗らないで。Okay. Warum kippst du immer um? Meister der Zeitplan wurde ex. Wurde geändert. Ich glaube, die visuelle Aufzeichnung eines Bangus zugreifen, ohne den Hersteller kontaktieren zu müssen. Hut ab, kein Wunder, dass Nicole so viel Vertrauen noch nicht hat. Und jetzt ist nicht die Zeit für Komplimente und läuft die Zeit davon. Lass uns schnell ansehen, worum es da geht. Kampf betreten. Okay. Okay. Können wir sie Test spielen? Auf der darauf gerade hinaus. Darauf läuft es hinaus, oder? Verlorene Sache der Katze, Kapitel 1. Tomori! Silberhead-no-aniki! Ima kataki o totte yaru kara na! Ugoku na! Was sind diese Silvers-Gruppe, ey? Einer war vorher nur am Wein. とも落ち着きなさい。はい、深呼吸。関ヶ組のお兄さんたち、おかしいと思わないわけ？お宅のボスがああなったのはエーテル侵食のせいよ。私たちジャトヤのせいじゃないわ。だから何だってんだ？だからこれ以上間違ったことに命をかけるのはやめて、その時間でもっと自分たちのことを考えましょう。このアタッシュケースにジャトヤの全財産が入ってる。お見舞い金として半分あげるから、私たちは今日会わなかったことにするの。どう？中身を確認するのが先だ。それはこっちでやる。そいつはどうやってあげるんだ？左に4、右に7。カチって音が開いた証拠よ。セレボンベ。いや。の心得その1、知らない人から最初に提案されることは大体罠である。この2個の財布からお金を取ろうなんて100年早いわ。じゃあ私なら、ストリートをうろつく時の心得その2、安易に背中を見せて。 OK。 さっきの爆発音はあっちからだ。ついてこい。使えねえ野郎が二人やられた。遠くには行ってねえはずだ。今すぐ追え。もうちょっとでバレるところだった。私を待ち伏せしてたわけじゃないの？あんた関ヶ組？その逆、私はあんたと同じ関ヶ組の被害者。猫宮真奈、猫股って呼んでくれていいぞ。ジャトヤに依頼を出したくって。でもその前に、そしてサイトね。ここを離れよう。ein paar Minuten später auf einer Straße im Bezirk Janus。ニコの親分、いつになったら戻ってくんだ。まさか、関ヶ組の連中に捕まったんじゃ。ニコならきっと、臨機応変に対応できる。
けど、楽観視できない状況なのも事実。私たち最近赤画組に目をつけられているから。はあ、だよな。店長から金庫の出所調査を頼まれてなかったら、あいつらの縄張りになんか近づきたくもね。ところでビリー、本当に風邪をひいたの？あなたがくしゃみで私たちの位置を教えていなかったら、こうして二手に分かれることもなかったのに。ああ、今使ってるオイル寒いと固まるんだよ。おかげで発生ギアの調子がいまいちだぜ。ゆうべちゃんと服を着ないで王ハニーを見てたんでしょ？ニコ、オヤブ無事だったのか？今ホローの方から出てきたように見えたが、ん？こちらの子猫ちゃんは？猫マタって呼んで、新しい依頼人だ。ist Neko Mata nicht eigentlich eine, also eigentlich eine Rasse? Neko Mata sind so zweischwänzige Katzen aus Mythologie, glaube ich. Warum ist das ihr Name? Sie ist eine Neko Mata, würde ich sagen. So, 私もあんたたちと同じ立場だ。私には赤画組から取り返さなきゃいけないものがある。数年前、赤画組のボス、シルバーヘッド、ミゲルに私の家族の形見を奪われた。それを取り戻すために私は奴らの縄張りに潜入したんだけど、ずっと手を出せる機会がなかったんだ。つまりあんたの家族の形見を取り戻してほしいってことね。ちょっと厄介ね。確かに今赤画組は混乱してるけど、あんたも見たでしょ。私たちシルバーヘッドが死んだことで連中に因縁をつけられてるの。まあ輪を持って尊しとなすって言うじゃない。だからしばらくは。あの形見すっごく価値のあるものなんだけどな。そのうち 30% を報酬して、 場合によって 70% にしたっていいぞ。価値があるですって。詳しく。ニコ、一言いい。この依頼は危険だと思う。報酬の金額よりも依頼人の誠意を確認する方が大事。私の誠意は食べ放題のサバよりもずっと多いぞ。そう、でも映画だとこういうタイミングで仲間になる人には裏があるって相場が決まってるの。後になって恐ろしい幽霊になったり、体の中からモンスターが出てきたりする。私の体にモンスターなんかいない。触って確かめてみるか。いいえ結構よ。それと間違えないで。あなたが気にするべきは体の中にモンスターがいるかどうかではなく、私の信頼を勝ち取れるかどうかよ。まさかアンビーが猫嫌いだったとはな。うん、待った。向こうの路地から足音がするぜ。なや、エバグビシティガバンディーテン。ジャトヤメ、ぶっ殺してやる。お前は、ガッ。はあ、危なかった。まさか赤画組のやつが近くまで来てたなんて。もし大声を出されてたらまずいことになってた。おお、子猫ちゃんやるじゃねえか。一撃でこいつらを気絶させちまうなんてなかなかの腕前だぞ。えへん、赤画組の悪いやつを倒したぞ。すっごく頑張ったんだ。いやー、ズバブにしばれして。ビリー、顎の下をなでなでしてあげて。どうかしら、アンビー。これで猫股の誠意とやらは確かめられた？手際がいいし、力加減もぴったり。でも、相手の反応が引っかかるわ。まるで彼女のことを最初から知ってたみたいだった。そんなの当たり前でしょ。家族の形見を探すためにあいつらとは何度もやり合ったんだ。顔くらい覚えられてても仕方ないじゃん。でも、その甲斐あって奴らの拠点をすべて割り出せたぞ。私の調査によると、
関ヶ組は貴重品を全部で3つの拠点に分けて保管してる。その中のどれかに私の家族の形見があるはずだ。それに偶然3カ所とも最近多発してるホロー災害に巻き込まれてるんだ。関ヶ組は人手不足でまだ中のものを運び出せていないみたい。うむ、確かに絶好のチャンスね。よし、猫又、私がジャトヤを代表してあんたの依頼を引き受けるわ。あんたは関ヶ組の拠点に関する情報を握ってるし、戦闘もこなせるみたいだから。当分私たち。Hört sich ja mal Test spielen. Ich meine, man kann sie Test spielen in der Gacha, aber trotzdem. 家族の形見を取り戻したい。これで決まりね。各自準備を済ませてからホローの近くで落ち合いましょう。Und sie sind später am Treffpunkt außerhalb der Beihöhle. わかるぜ、私が先だったんだってな。何を言ってるのかわからないわ。何を言ってるのかわからないわ。でも損はないんじゃないかしら。私がいる限りあの子猫ちゃんが何を企んでたとしても逃げられやしないわ。それに最近確かに関ヶ組の残党に邪魔されることも増えたし、そっちも懲らしめ時ってわけ。私たちには使命があることを忘れないで。バエトーンのために金庫の裏に隠された真実を突き止めるの。たとえ猫又と関ヶ組が分けありだったとしても、あの子は関ヶ組の拠点を把握してる。金庫の情報を得る絶好のチャンスよ。Also vor dem Tresor noch。悪くない報酬も得られるなら願ったり叶ったりじゃない。ニコの親分、そんな先のことまで考えてたなんて。ただいま、みんなお待たせ。で、私面白いとこを見逃しちゃった。 いえ、まったく。あんたが来たら早速調査を始めましょうって言ってたとこよ。そういうことなら今すぐ出発しよう。最初の拠点に案内するから私についてきて。Die Dialoge sind schon wieder so lang. Okay.So, da sind wir diese Geschütztürme. Da, ich seh's. Da. Ausgezeichnet. Ja, ich tue also den Erwechseln, Alter. Direkt, ich sie spielen.Hey, danke schön. Was? Seit wann kannst du? Aber er schlägt. Boah, Leute. Lass doch mal aufhören mit diesen Angriffen. Das ist neue Gegner, sehe ich gerade. Da.Ich will sie als Charakter haben. Ich stehe auf Katzenmädchen. Ich nutze jede einzelne Katzenmädchen in Genshin Impact bisher. Warum kann sich unser Ding auf einmal in Geschütz verwandeln? So, der war schon tot. So. Okay. Ausgezeichnet. Was sind hier für Leute?
第一、組に残されたブツなんざたかが知れてる。はした金にもならねえよ。あんなもんのために化け物になる必要なんてねえ。たとえエーテリアス化しなかったところで重度侵食体になっちまったら終わりなんだぜ。フォローから助け出されたところでどの道死ぬんだ。もう数分だけ待ってみようぜ。たく、モスがいなくなってからうちの国はめちゃくちゃだ。昨日もまた3人消えたそうだ。たった1週間で20人も兄弟が組を抜けたことになる。まさかとは思うが、残った間抜けはついに俺たちだけになったのかい。さあな。うちの組はいっぱい、いつからこんなふぬけになっちまったんだ。カンバス通りでのし上がり始めたのは、みんなでっけえ志があったのよ。Nur eine Hülle unserer früheren selbst. ところによると、俺たちが旗揚げしたあの場所も爆破エリアに含まれてるらしい。事件、コッパみじんになるとさ。Der richtige Typ sah aus wie Gäste aus, aus Undertale. Neko mata ってば。に、どうかした？あんたのこと、もう5回は呼んだのよ。関ヶ組のしょうもない昔話がそんなに気になるわけ？家族の形見と関係のある話でもなかったのに、ずいぶん熱心に聞いてた。もしかして何か特別な理由でもあるの？My God。ちゃんちゃらおかしな質問だ。私は子猫ちゃんなんだから、いろんなものに気を取られて。Sie ein Mitglied von denen oder so? アンビーこそ。なんだか私の。Ist bestimmt ein Mitglied gewesen von denen, ne? Deswegen hat der eine die erkannt. それはさておき。ニコの親分も聞いてたけどよ、あん中に家族の形見が残ってる可能性はあるか。もちろんあるぞ。あんな世間知らずの小魚ちゃんたちに真のお宝の何たるかがわかるはずもないし。よし、そうときたら金目のじゃなくて依頼人のものがあそこにないか念入りに探すわよ。ほらほら、受け取り役とやらが来る前に門番たちをパパッとやっちゃいましょう。あ、そうか。で、何だっけ、あれ、ちょっとその Wiederbelebungsanker oder？何者だ？正義の使者。Hey、Menschen。リーリー、余計なこと言ってないで戦いなさい。Oh、God。ちゃんと。Oh、God。警告、脅威ユニット、フォロワー嵐、ふたつき殴り屋を発見。対象は格闘術を駆使した正面突破を。今でオルティメイト戦。長期戦を回避し、速やかに決着をつけてください。ich habe mich auch versucht gesagt. だよね。来たぜ、親分。この攻撃を無理だ。おやすみ。ich brauche 1000 Punkte, ne? So war das irgendwie, ne? おやすみ、komm her, おやすみ。だけ。一掃するぜ。そんなにしないから。受け取りなくしの分。あ、だくさ。調べてみよう。猫また先に休んどけ。来たわよ。あ、ジラカって何ぞ。あのアニメーション。Ja, ich kriege auch solche Punkte. Diese Ultimate-Punkte, ja. Ich will halt hier einsammeln. Den Werfen ausgeschaltet sind, beginnt die Gruppe mit dem Herumstöbern. Dore, Dore. Dore, Dore.
古い雑誌、ボロい灰皿。くっそ、なんで靴下なんて入ってんのよ。あ、気持ち悪い。関ヶ組のやつら、なんてもの保管してんの。おお、見つけたぞ。何か見つけた？もしかして猫又の家族の形見？大いにありえるぞ。子猫ちゃんの探してる形見がこのキラキラ輝くここ10年で最高最強のスターライトナイト限定バッジなら出会えた。これは猫又の代理よ。さっさとその手に持ってるガラクタを戻しなさい。それにしてもあんた硬すぎでしょ。手が痛いじゃない。次からはもっと分厚いセーターとか着なさいよね。お母さんが編んでくれるようなやつ。分厚いセーターなんて着たらビリーが痛みを感じられなくなっちゃう。それもそうね。やっぱり着なくていいわ。ここはアンビーに感謝するところか。猫又、そっちはどう？何か良さげな手がかりはあった？あったあった。どれどれ、この良さげなお財布には一体いくら入ってるのかな。あ、それ私の。箱の中身を確認してた隙にあなたが取ったの。あ、まあ、スッとして嫌そうに探してたのは誰だったやら。あれ、おかしいぞ。なんであんたの財布にニコの写真が？それは3人で撮ったのよ。今すぐ返しなさい。さもないと。もう刀を下ろして、アンビー。猫又も財布をアンビーに返しなさい。ねえ猫又、この拠点はまんべんなく探してみたけど、このまま価値のありそうなものを片っ端からあんたに見てもらってたら拉致が開かないと思わない？そもそもあんたの家族の形見って一体何なのよ。Ja, wäre vielleicht gut zu wissen vorher, ne?確かに。どういうわけか、今の今まで聞くのを忘れてたぜ。ファインガッツ、ビアブルーッド。他の何でも屋になら教えてあげてもいいけど、じゃあどやわな。ちょっとどういう意味？その言葉聞き捨てならないわ。この前口コミブログでジャトヤの評判をよく調べたんだけど、あんたたち苦情を言いたいランキングトップ3に入ってたぞ。トップ50のコメントは全部依頼の品が壊れた、必要以上のダメージ、なんなら持ち逃げされた。あ、そうだ、それはね。ほら見て、ご丁寧に写真までついてるのがたくさん。反論の余地もねえな。でも落ち込まなくていいぞ。私はジャトヤの実力を信じて、それにあんたたちは私の恩人でもあるんだから。お、というと？口コミブログで見たんだ。シルバーヘッドをフォローにおびき寄せて撃退したのはあんたたちだって。え、フォローにおびき寄せて撃退って、俺たちそんなすげえことやってたっけな。そうよ。私たちにかかればシルバーヘッドみたいな強者だってイチコロなんだから、片身一つ探すくらいどうってことないわ。安心して私たちに任せなさい。あんたは私たちの大事な顧客よ。依頼が終わったらビリーが盛大におごってあげるから。よっしゃー、親分のおごり。だ、なんで俺のおごりに。あら、この間みんなをスターライトナイトのテーマレストランに連れてってくれるって言ってたわよね。いや、マイングスがさ、どこの誰だったかさ。This is a Power Rangers。わかったよ。だが、これだけを約束してくれ。今回こそ一緒に店の前で記念撮影だからな。当然、4人でスターライトキックのポーズだ。誘ってくれるのは嬉しいけど、ご飯はお断りさせてもらおうかな。え、なんでだよ。確か猫のシリオンは信頼する人としか一緒に食事をしないって聞いたことがある。さっきは恩人って言ってた気もするが、悪かったよ子猫ちゃん、まだ距離感がつかめてなくてな。シリオンの変な習性なんてどれもただの噂だ。私は好き嫌いが多くてヒーローものにも興味がないってだけ。
ごめん。そう？まあ、無理にとは言わないけど。と、そんなことはいいのよ。今は猫又の家族の片身を探す。Schon wieder alle so lange über den heißen Brei, ey. 猫又に向かいましょう。猫又、道案内よろしくね。Okay. Geht aber noch weiter, ne? Ja. So, aber jetzt haben wir an B anstatt. So, endlich mal. Ich weiß nicht, warum wir auf einmal ein Geschütz haben, aber cool. Wahrscheinlich ein längerer Part, aber konnte ich ja nicht wissen. Das Spiel hat mir gesagt, so immer ist eine Weile lang nicht mehr ja jemanden steuern können, aber trotzdem. Ja, die Mission ging jetzt nicht so lange. Ich meine, sie reinkontern. Oh ja. Oh mein Gott, jetzt geht's natürlich wieder nicht. Ja. So, schieß mal. Oh mein Gott. Mir macht gar keinen Unterschied, wie weit vom Charakter ich hier spiele irgendwie. Bisher. Dann wird Gefühl, am Ende wird er wieder so schwierig, weil es wahrscheinlich dann wieder Kämpfe geben wird. So, oh, du musst diesen Kampf in 2 Sekunden erledigen. Ne? Wenn der Charakter nicht stark genug sind, dann ja. Also in Genshin und. In Hokkaid nicht so, aber in Genshin. Ja. それって割と大事なもんだろ。ニコの親分なんかちょっとも俺に見せてくれねえし、連中そんなもんまで処分しなきゃならなかったのか。関ヶ組は今や抜け殻同然、残った組員が過去をきれいさっぱり捨てたいならこういうのを処理しておくのは賢明ね。とにかく猫又の形見はなさそうね。私の形見じゃない、家族の形見。なぜと意地悪言ってるのか。2人ともそれくらいにして。ここに猫又の探し物がないなら最後の拠点に行きましょう。場所は？さっきの門番たちも言ってたけど、関ヶ組はカンバス通りで旗揚げしたんだ。最後の拠点はその近く。デッドエンドザッカスの夜。私についてきて。ちょっとタンマ、デッドエンドホローですって。知ってるのか、ニコの親分。もうニュースで見たことくらいあるでしょ。ここ最近ビジョンは。あ、jetzt kommen wir da ein, wo wir wahrscheinlich jetzt sind, ね。爆破エリアに運んでる。それがデッドエンドホローを経由してるのよ。はあ、思い出したぜ。確かそこに妖警戒エーテリアスがたむろしてるとかで、ビジョンはうまいこと爆薬を運べてねえんだろ。ええ、その通りよ。デッドエンドブッチャーっていうエーテリアスを殲滅してホローを縮めることで爆破エリアへの安全なルートを確保する。それがビジョンの目算だったわ。でも予想以上にそいつが強かったから、仕方なくホロー経由で爆薬を。Das wird unser nächster Boss sein, habe ich so Gefühl. また要警戒のエーテリアスがいるホローに行くなんて聞いてないわよ。依頼についてもう一度話し合う必要があるわ。もちろん手付金は返さないけどね。にゃ、そうなの？持ち前の知恵と勇気で関ヶ組を壊滅に追い込んだあの仁義を重んじるジャトヤなら、たとえ虎の穴、いや竜の巣でもきっと臆せず立ち向かってくれると思ってたのに。いや、関ヶ組を壊滅に追い込んだなんて、そんな。けど。そんなジャトヤも
デッドエンドブッチャーの悪名の前にはこのざま。耐えて。がっかり。他を当たってみるしかないな。でも大丈夫。私の家族の形見はすっごく価値があるから、いくらふっかけられたって余裕で払えるぞ。早速口コミブログのオフライン版を開いて、平順で並べ替えをポチッと。待ちなさいよ。別に依頼を途中で投げるなんて一言も言ってないでしょ。私が言いたいのはね、ハイリスクな仕事ならもっと専門的な行動プランとか、より優れた装備とか、一通りの支援設備とか、とにかくもういろいろと必要で。ああ、追加料金が欲しいってこと？それを早く言ってよ。依頼料の2割。いや、そう、nicht verdächtig。3割増しでどうだ？オッケー、取引成立よ。ニコの親分、そんな軽いノリで大丈夫かよ。バカね、私たちはあくまでも物探しに行くだけで、あのエーテリアスと決闘しに行くわけじゃないのよ。あんなやつ避けちゃえばいいんだわ。何がデッドエンドハローよ。クライアントがご所望なのよ。明日にでも乗り込んでやろうじゃないの。本当？やったー。それじゃあ私の家族の形見は任せたにゃ。オーケー。Okay, wir sind wieder hier. Anbi. Neko kabuttiru jibun o miru no ga konna ni hazukashii nante. Eh? Ano nya tte wazato datta no?え、いやいや、猫のシリオンはみんなこんな感じだ。にゃー。うん、状況は大体わかったよ。あんたは今日ニコたちと赤画組の拠点を探しにレッドエンドフォローに向かったんだね。Sie sieht vollkommen anders aus. それからもいろいろ。In diesem Bild. とにかくニコたちは今爆破エリアにいる。マスター。ただいまニュースチャンネルにて、今回の依頼に関連していると見られる情報が放送されています。Die ganze Zeit kein Problem, ne? Jetzt kommt wieder so ein Ruckler hier. Wir haben drei Idioten gefunden, die kurz davor sind zu sterben. するのが一番だけど、ニコたちがフォローレイダーをやってることもバレる。提案、いっそフォローの中で列車を止めるのはいかがでしょう。そっか、外から直接フォローの中の様子は探知できないんだから、捕まる心配もないぞ。うん、今からデッドエンドフォローに潜入して、列車が必ず通る道を阻むことができれば、確かに理論上は可能だ。フェリー、列車の位置をリアルタイムで把握できる？可能。目標車両までの安全なルートを計算しています。あ、お疲れ様です。よし、今回は緊急事態だ。デッドエンドフォローの中で列車を止める方法を探してみよう。にゃ。オッケー。エクスプロシーバー、レッツアツーク。Alles klar. So, dann würde ich aber sagen, das war's dann auch heute, ne? Was gibt's hier schon wieder? Habe ich ein Level? Ich habe ein Level erreicht, ne? Ich Level 10, ich bin Level 10. Boom. Masterkassette. Boah. Ne, warte mal. Masterkassette ist für Events, ne? Ne, doch. Doch.
Jetzt kosten die Dinger ja mehr. Apropos mehr. Nachrichten, was habe ich hier? Spielerumfrage. Der Spiel hat gerade erst. Warte mal, kann ich jetzt nicht hier irgendwie meine Charaktere hochleveln? Mache ich auf Screen. Bad schon zu lange. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehe ich euch dann wieder mit Zenless Zone Zero. Ist jetzt hier irgendwie was? Ich weiß nicht. Kundenverkehr, Auftragsbelohnung. Ich weiß es nicht. Wie kann ich das hier nicht einsammeln? Normalerweise kann man das doch trotzdem einsammeln irgendwann, ne? Da kann ich auch nicht auswählen irgendwie. Da war ich wahrscheinlich noch immer drin. Das war schon letztens. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge jetzt haben wir weiter mit der Story. Ich kann immer noch nicht meine Energie verbrauchen. Vielleicht muss ich mal nachgucken. Vielleicht kann ich das schon längst und ich weiß das nicht. Aber mal schauen. Wahrscheinlich muss ich erstmal ein bisschen weiter spielen. Na gut. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr ja, hinterlasst ein Like, ein Abo und Kommentar. Würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.